Hallo, ich bin der Kloppo, bin hier gerade auf der Mercy unterwegs, Richtung Kiew. Was? Nein, ich fahre nicht nach Rom. Da fährt die Mannschaft alleine hin. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich unseren Ägypter wieder zu früh runternehme vom Feld. Ja, ich gucke natürlich auch Bundesliga. Und Hamburg, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja Wahnsinn. Die standen schon mit einem Bein in der Kreisliga und jetzt stehen die kurz vorm Gewinn der Lucky Loser Runde. Ganz ehrlich, die schaffen das noch. Ich könnte auch sagen, mir schwant Böses. Luis Holtby macht 4 Tore. In den letzten Spielen. Ja, der hat endlich mal im Internet ein Fußball-Tutorial zu Ende geguckt. Normal guckt er immer nur Bibis Beauty-Blog. Apropos Wolfsburg. Mario Gomez steht mit Stuttgart kurz vor der Europa League. So einen Riecher für einen Wechsel musst du erstmal haben. Dortmund spielt 1-1 und Stöger mit dem Ergebnis gegen Bremen nochmal untermauert, dass er im Sommer auf jeden Fall weg möchte. Aus Dortmund. Und Mainz gewinnt 3-0 gegen Leipzig. Ja! Die sind unten raus, die Mainzer. Ja, ganz ehrlich, Leipzig, da wird Trapattoni sagen, Dose leer. Das Problem bei uns, die Achillesferse, ist natürlich die Abwehr. Ne? Ganz ehrlich, der Loris Karius da hinten drin. Der strahlt eine Sicherheit aus wie so ein rostiges Atomkraftwerk. Zusammen mit dem Lovren bilden die das masochistische Dreieck. Ich sage immer, die zwei da hinten, Karius und Baktus. Ziemlich löchrig. Wobei in der Liga haben wir 0-0 gespielt und Rom muss ja gegen uns auch erstmal 3 Tore machen. Und das machen die auch. Aber der Ägypter, der macht 8. Der Salah, der Mohammed, der hat doch ADHS. Der bewegt sich doch wie so ein Duracell-Hase auf Ecstasy. Den wollten sie früher im Kindergarten mit Ritalin behandeln. Da hab ich gesagt, so ein Quatsch. Der muss vor dem Sturm spielen. Ja. Dagegen bewegt sich der Messi wie so eine Weinbergschnecke. Ja, Bayern spielt bei Real. Und ich habe gehört, dass Madrid diesmal mit Ronaldo spielen will. Ja, aber ganz ehrlich, wie wollen die Bayern denn da weiterkommen? Der Lewandowski muss ja dringend mal zur Werkstatt mit seinen Füßen. Der FC Bayern hat Angriffsdemenz. Die vergessen das Tore schießen. Ich würde es dem Jupp ja gönnen. Der Jupp und ich noch einmal im Champions League-Finale in Kiew, bevor er dann endgültig eingeschläfert wird. Der Jupp, der wird nicht eingeschläfert, der wird eingefroren. Falls das mit dem Kovac nicht klappen sollte, wird er von Uli Hoeneß persönlich wieder aufgetaut. Ich bin so heiß auf das Champions League-Finale. Man könnte auch sagen, ich bin im Tunnel, im Euro-Tunnel. Ja, ich kann Calais schon sehen. Was? Nein, nicht Calais Rummenigge. Calais, die französische Küste. Und von da paddel ich dann über die Autobahn weiter nach Kiew. Also Freunde, wir sehen uns. Ja, Freunde, ich habe schon mal die Frage gestellt, wen hättet ihr gerne im Champions League-Finale? Jetzt die Frage, wer kommt ins Finale? Schreibt es in die Kommentare. Außerdem diese zwei geilen Clips gucken und natürlich unseren Kanal abonnieren. Danke.